Willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Wir holen uns noch schnell einmal die große Kiste da hinten und dann fangen wir an mit das große Werk. Und gehen den Spuren des Ordens weiter hinterher und gucken mal, was wir noch alles an Geheimnisse aufdecken können. So, wir wissen jetzt auf jeden Fall, die bauen eine Maschine, die ein Tor in eine andere Welt öffnet. Ne? Also ein Licht, das uns erleuchten soll. Wir sollen alle vor Ruhe zittern. So, ein Messer haben wir gefunden. Das ist gut. Wir waren nämlich out of ammo. Und ich weiß nicht, ob wir für die Kiste da hinten... War die da hinten, ne? Ist die drinne? Ob wir da noch ein Wurfmesser brauchen, um irgendeine Tür wieder zu öffnen? So, jetzt müssen wir aber erstmal schauen, wie dünnen wir die Leute hier vorne aus. Ein tiefer? Ja. Vielleicht müssen wir die gar nicht ausdünnen. Vielleicht kommen wir auch an denen vorbei. Das wäre mal ein Moment für unser... Wir töten keine Menschen mehr Mission. Das wird nie funktionieren. Na gut, aber wir haben ja schon mal ein paar... sind jetzt ein paar umgangen auf jeden Fall. Ist, der Typ sieht uns, sobald wir da eine Ecke rumklettern. Aber er hier wird eigentlich... Ah, da ist ja noch einer. Oh Gott, den hätte ich fast nicht gesehen. Nimm doch mit. So. Okay, er kommt hier gleich wieder rum. Kann ich nicht den einfach über die Brüstung schmeißen, ohne dass ich da hochhopse? Okay, das war knapp. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung gucken die beiden, ne? Da können wir auch noch was aufschlagen. Achso. Wo ist der Typ da hinten? Der kommt jetzt. Okay, wenn der wieder weggeht, dann holen wir uns den da. Hier haben wir leider zwei. Ich weiß nicht, ob ich hier hochklettern könnte, ohne dass die das mitkriegen. Direkt hergucken tut ja keiner von beiden, ne? Okay, okay, okay. Die sehen das, sobald ich aus dem Busch komme. Kann nie wissen, was geht da. Bleiben wir wach. So, ich hoffe, das ist dicht genug dran. Was war das? Oh, perfekt.
einen Einsendung bekommt. Seid wachsam. Wir haben einen ungebetenen Gast. Hey! Nein! Hey! Scheiße. Da sollte ich jetzt hingehen. Oh mein Gott! Wo kommst du denn her? Aufpassen! Oh nein, bitte nicht die Glocke läuten. Ich töte dich! Falsche Taste. Panik! Wieso hat denn der das besser geworfen, der Idiot? Das war nicht meine Absicht. Habe ich denn jetzt noch welche? Eins. Ein Messer habe ich noch. Wollen denn alle die Glocke läuten? Ja, na gut, für den Fall der Fälle. Merkwürdig. Hey, was? Okay. Nee. Diesmal nicht, Kollege. Diesmal falle ich darauf nicht rein. Nein, wir müssen ihn nicht töten. Augenblick. So, Tür verriegelt. Das habe ich mir gedacht. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Okay. Deswegen wollte ich jetzt auch kein weiteres Messer verwenden. Oh, wir hätten sogar noch eins bekommen. Zwei. Okay, wieso kriege ich die Tür nicht auf? Ach. So. Das macht mehr Sinn. Wunderbar. Schlafe, Schloss. Ich schläfe an das Schloss ein. Wenn es müde ist, gibt es nach mit der Kraft. Dann müssen wir uns doch gleich nochmal beim Händler an Tränken bedienen. Tränke, Messer wieder auffüllen. So, das war wichtig. Und mehr ist hier nicht gewesen an Kisten oder irgendwas. Da wäre noch eine Kiste. Aber auf der Seite bin ich auch nicht groß gewesen, ne? Auf, auf. Und. Ups. Mhm. Okay, die Kiste ist gleich hier vorne. Obwohl ich mir nicht ganz so sicher bin, ob ich mir die Kiste holen will. Es sind ja 1, 2, 3, 4, 5 Leute wieder. Was war das? So, das dürfte von hier keiner sehen, wenn ich ihn weghole, ne? Hey, auf! Okay. Jetzt muss
holen wir uns den nächsten. Ist natürlich die Frage, wo geht er rum? Das habe ich mir gedacht. So, komm mal mit. Nö, nö, hier ist nichts. Alles gut. Wo sucht der denn? So, dann haben wir die nämlich auch mitgenommen. Was habe ich entdeckt? Achso. Okay. So, dann würde ich sagen, jetzt nehmen wir einmal offiziell hier die Mission an. Das große Werk. Entschuldigung. Das große Werk. Die Gerätschaft des Ordens. Beim Orden in All aber sicher. All aber sicher. Geht irgendetwas vor sich? Woran arbeiten sie? Der Orden baut eine gefährliche Maschine. Das Buch ist der Schlüssel zum Aru des Ordens. Genau. Das Buch ist der Schlüssel zum Orden. Können wir aber nicht auswählen weiter. Brauchen wir doch noch mehr Hinweise. Genau, das war ja einmal was der Brief von Zara mit dem Übersetzer, den haben wir ja befreit und Zara haben wir ja erledigt. Und jetzt haben wir noch die Anweisung des Arztes. Wir sollten aber in welchem Bruderschaftshaus sollte er nochmal hingehen? Habia oder All aber sicher? Wir können ja erstmal All aber sicher abklappern. Oder warte mal, haben wir nicht ein Bruderschaftshaus hier noch direkt in der Nähe? Wir sind hier unten. Wir hätten jetzt nochmal den Aussichtspunkt. Den könnten wir gleich mitnehmen. Geschichte aus Bagdad. Und hier wäre All aber sicher. Dann holen wir uns den Aussichtspunkt und dann gehen wir einmal zum Bruderschaftshaus und am Händler vorbei. Ich sollte zurück ins Bruderschaftshaus. Ernsthaft jetzt? Oh, ich habe 2 Fertigkeitspunkte. Fertigkeiten. Oh, 7 Punkte habe ich mir noch. Oh Gott, da habe ich ja gar nicht mehr drauf geachtet. Attentäterkonzentration Erweiterung 1. Fügt den Konzentrationsbalken ein zusätzliches Segment hinzu. Ja, irgendwie konnte ich das Attentäterkonzentration bisher nicht groß nutzen. Klingt interessant. Also, Luftangriff verlangsamt die Zeit, während du in der Luft mit Wurfmessern zielst. Hier hätten wir nochmal Attentäterkonzentration Erweiterung 2. Kostet jeweils 3 Punkte. Wir haben noch den Trickser. Wir machen den erstmal voll und wenn wir hier alles haben, dann gehen wir weiter mit Trickser und Enkidu. Wobei, den hier würde ich schon noch mitnehmen. Der kostet nur 2 Punkte. Dann können wir uns hier entscheiden zwischen der Attentäterkonzentration oder den Luftangriff. Okay, jetzt haben wir noch jeweils 1 Punkt, dann nehmen wir den hier oben noch mit. So. Dann einmal der Aussichtspunkt und dann gehen wir zur Bruderschaft und zum Händler.
Wahrscheinlich in einer umgekehrten Reihenfolge. Ist das hier oben? Nein, das ist noch weiter weg. Ist es nicht? Da hinten haben wir noch eine Leiter. Wir können aber auch die Fassade hochklettern, also können wir nicht. Eine Truhe haben wir noch ein bisschen weiter oben. Einmal die Leiter hoch. So, hier war noch eine Truhe. Und das sind auch die letzte, ne? Der Punkt. Wollen wir den hier mitnehmen? Ich komm hier nicht hoch. Es tut mir leid, ich bin hier, interagieren. Eselskuppel. Man hole mir einen edlen Esel. Auch wenn es schwer vorstellbar ist, so wurden in der Zeit der Abbasiten der Esel als eines der vornehmsten Tiere angesehen, Königen würdigt und gemäß einiger Legenden und bebilderten Manuskripte, selbst des Propheten Mohammed. Dies erklärt vielleicht den ungewöhnlichen Namen dieses Gebäudes. Die Eselskuppel wurde vom Kalifen Al-Muqtafi bil Allah oder La? Bila, Muqtafi bil Allah? Das habe ich nicht gemacht. Ach nee, das will ich jetzt nicht raussuchen. Das ist eine Eselskuppel, ja? Der Esel war ein sehr würdiges Tier damals. War den edlen Leuten vorenthalten. Vorbehalten. Also Könige, Legenden. So, das war die Kurzfassung, ne? Haben wir das nämlich auch gelesen. Wer Pause drückt kurz beim Video, der kann sich das noch ein bisschen länger durchlesen sogar. So, jetzt wollten wir aber einmal zum Händler und dann zum Bruderschaftshaus. Fleißige Frau. Die klaut uns die Jobs. Ist Männerarbeit. Steine mit einem Hammer schlagen. So, wo haben wir denn hier eigentlich noch den nächsten Händler? Kommen wir da auch direkt dran vorbei? Ja. Dann gehen wir zu der guten Dame da vorne wieder hin. Das liegt so einigermaßen auf dem Weg. أول ما سأفعله غدا ذلك المدعو لسنة. Ruf die Wachen! Lass die nicht entwischen! Bist du doof? Einen Moment! Stehen bleiben! Nee. Alter, das reicht mir jetzt hier aber mit euch. Wachen, bestraft ihn! So, jetzt habe ich wieder zwei Balken. Nein! Klüger kämpfen. Ich wollte ja eh noch einkaufen gehen. So, wer hat gepetzt? Wer hat gepetzt? Wer war das? Der da hinten, ne? Hast du gepetzt? Du Penner? So. Das musste jetzt sein. Miese Ratte.
Gut, ja, ich brauche ein paar mehr Plakate. Am besten bleibe ich im Schatten. Aber schauen hier. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Der Vorteil an diesen Petzen und Rufen ist, du weißt immer, dass ein Plakat in der Nähe ist, ne? Das wäre mir aber lieber, die würden nichts sagen. Hey, was? Was denn? Angehende Reisende, der Sahib Ashoka. Könnte auch den Typen hier bestechen. Ashoka ist mir auf den Fersen. Oh, danke schön. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Das ging doch schnell jetzt. Alter, was erzählt denn der überhaupt jetzt? Angesichts neuer Anschuldigungen der Bestechlichkeit, die gegenüber gewissen Kadis erhoben wurden, oh, Elixier, möchte der Kalif geil. Daran erinnern, dass jedwedes Problem mit der Rechtsprechung im Kalifat dem... Schade, habe ich schon die Sprache verpasst jetzt, wo es um mich ging? Oder sagt er gar nichts? Weg da, ihr Pissgören! Ich bin ein alter, verbitterter Mann. Ich kann nicht glauben, was Imar zu dir gesagt hat. Ich hab Schlimmeres erlebt. Die war doch irgendwo hier am, im Zwischengang, ne? Hier war sie nicht. Ah, hier vorne. Ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Was gibt es heute bei dir? Sieh dich nur um. Man sollte nie ohne aus dem Haus gehen. So, kann ich... Willst du deine Ausrüstung verfeinern? Aha. Mit den Danke Pfeiltasten. Für deine Unterstützung. Cool. Sonst nichts? Nö. Ich sollte mal weiter. Beehre uns wieder. Aber wir können irgendwann mal anfangen, hier zum Schmied und so zu gehen. Die Sachen zumindest schon mal aufwerten. Nicht, dass wir jetzt hier die Original-Spielskins noch vernachlässigen. Ich glaube, dieser Skin mit dem Gold-Schwarz, das ist Meisterattentäter, heißt der, glaube ich. Sieht mega nice aus. Hat aber leider nichts an Attributen zu bieten, außer dass der halt mega gut aussieht. Hey. Wo ist dein Problem? Krieg ich noch Geld von deiner Mutter? Das ist mein Problem. Ja, stockst du, ne? Oh, mit so viel Eier hat der Typ nicht gerechnet. Das schüchtert den ein. So. Aber hier rüber. Zu mir aufs Dach. Du kannst sagen, wer ruft mich da jetzt? Bassi, ich wusste, dass du es bist. Du bist nicht der Einzige mit Augen, die weit sehen. Sag mal, Tabit, du hast doch die Straßen mit Augen und Spitzeln bestückt. Das ist das Leben eines Rafik. Wo wären wir schon ohne mein Wissen? Wissen ist ein Werkzeug, eine Waffe. Es kann für Wohl oder Übel eingesetzt werden. Und der Orden nutzt es eindeutig für Letzteres. Was hast du erfahren? Die Fäulnis reicht tief im Haus der Weisheit. Sie nutzen irgendein uraltes Buch, in der Hoffnung, ein teuflisches Gerät zu bauen. Ich habe Gerüchte über diese gotteslästerliche Apparatur gehört.
Sie nennen sie ihr großes Werk. Der Orden experimentiert an Menschen. Bis zum Tod. Ich habe sie vorerst aufgehalten. Aber jemand namens Arrabisu hat im Haus der Weisheit die Fäden in der Hand. Hm. Irgendeine Ahnung, wer diese Person sein könnte? Ich habe den großen Gelehrten, Fasil Fahim, in Verdacht. Diesen gebrechlichen alten Mann? Das sagen die Hinweise, die ich gefunden habe. Mhm. Es könnte stimmen. Im Haus der Weisheit findet bald ein großes Symposium statt. Eine zwanglose Zusammenkunft Gelehrter mit einer Vorlesung, Leckereien und Gesprächen. Selbst die edle Arib wird dort sein. Geh und bespitzle diesen Fasil. Mit Bedacht. Doch ziehe deine Klinge nicht beim Symposion. Wir wollen uns noch nicht zu erkennen geben. Hm. Wenn Fasil aber schuldig und allein ist, dann schlag zu wie eine Natter. Aber du musst sicher sein. Bevor ich handle, werde ich das sein. Hm. Okay. Erstatte dem Rafik Bericht. So, wir müssen zum Symposion. Eine edle Veranstaltung mit lauter Snacks und Knabbereien. Genau das Richtige für mich. Ja, während der kleine Junge hier für die Schule lernt, klaue ich sein ganzes Pausenbrot und sein Kleingeld. Ist das nicht herrlich? Wir brauchen eh nichts zu essen. Oh. So, das ist ja gar nicht mal so weit weg, ne? Hier wollte ich gar nicht hoch. Nein. Ein Glück habe ich das schon gelevelt. Guck's nur so. Noch nie einen Attentäter gesehen? Ja, lauf zu deiner Mama. Ja, oh, habe ich auch gerade gesagt. So. Dankeschön, danke, danke, sehr gnädig. Ach, so eine großzügige Gabe. Das habe ich doch gar nicht verdient. Haus der Weisheit, da sind wir wieder. Stattfinden. Die hellsten Köpfe Bagdads teilen ihre Weisheit. Aber was streiten die denn da? Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Kinder, auseinander! Ich hab das alles gesehen, ne? Ich glaube, ich muss mein erstes Wort mit eurer Mutter reden. Ja, freu dich mal. Na ja, gibt's Hausarrest. Und Taschengeldentzug. Und Dattelverbot. So, ich würde sagen, wir verabschieden uns heute, sehen uns das nächste Mal wieder und nehmen dann teil am großen Symposium. So, wenn ihr dabei sein wollt, schaltet gern wieder ein. Bis dann, macht's gut. Ciao.